Richard Courant, Mathematiker, 1927 bis 1933, Wilhelm-Weber-Straße 21. Richard Courant, geboren am 8. Januar 1888 in Lublinitz, Oberschlesien, gestorben am 27. Januar 1972 in New York, war ein deutsch-amerikanischer Mathematiker. Leben: Richard Courant wurde 1888 in Lublinitz, Schlesien, geboren. Sein Vater Sigmund Courant war ein kleiner Geschäftsmann, der einer weit verzweigten jüdischen Familie entstammte. Seine Mutter Martha Courant, geborene Freund, war Tochter eines Geschäftsmanns aus dem benachbarten Oels. Edith Stein war eine Cousine väterlicherseits von Richard Courant. Seine Eltern zogen in seiner Jugend oft um, nach Glatz, Breslau und schließlich 1905 nach Berlin. Richard besuchte zunächst das Gymnasium in Glatz und später das humanistische König-Wilhelm-Gymnasium in Breslau. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten galt er dort als sehr guter Schüler. Die Geschäfte des Vaters gingen nicht sehr gut und er musste im Jahre 1901 Bankrott anmelden. Schließlich entschloss sich der Vater, seine geschäftlichen Aktivitäten nach Berlin zu verlegen. Richard Courant, jedoch, der schon früh begonnen hatte, selbstständig Geld als Privatlehrer neben der Schule zu verdienen, blieb in Breslau zurück. Im Wintersemester 1906/1907 nahm er ein Studium an der Universität Breslau auf, zunächst im Fach Physik, später in Mathematik. Er fand die Vorlesungen eher unbefriedigend und ging nach Zürich und anschließend nach Göttingen, wo er Assistent von David Hilbert wurde. 1910 promovierte Courant über das Thema „Die Anwendung des Dirichletschen Prinzips auf die Probleme der konformen Abbildung“ und habilitierte sich 1912. Er wurde zum Ersten Weltkrieg eingezogen, aber bald verwundet und wieder aus dem Kriegsdienst entlassen. Danach kehrte er nach Göttingen zurück, wo er nach 2 Jahren in Münster 1922 als Nachfolger von Felix Klein zum Professor und später zum Leiter des Mathematischen Instituts ernannt wurde. Nach der Machtergreifung verließ Courant Deutschland im Sommer 1933. Er verbrachte ein Jahr in Cambridge und ging anschließend nach New York, wo er 1936 Professor wurde. Dort baute er ein mathematisches Forschungszentrum auf mit Kurt Friedrichs, den er aus Göttingen mitbrachte, und dem jungen Peter Lux. Das Courant Institute of Mathematical Science, wie es seit 1964 heißt, an der Universität New York, gehört zu den weltweit angesehensten Instituten für angewandte Mathematik. Nach kurzer Ehe mit Nellie Neumann war Courant in zweiter Ehe 1919 mit Nina Runge verheiratet, einer Tochter von Karl Runge. Sein Sohn Ernst Courant ist ein bekannter Physiker und seine Tochter Gertrude Moser ist eine Biologin und Ehefrau des Mathematikers Jürgen Moser.